Dämliche Gerichtsurteile Part 1. In Texas wurde ein Mann, nachdem er im Streit seiner Frau eine Ohrfeige verpasst hat, zur absolut schlimmsten Strafe aller Zeiten verurteilt. Der Richter verurteilte ihn zu einem Yogakurs zur besseren Selbstbeherrschung. In Louisiana verurteilte ein Richter eine Gruppe Studenten dazu, 2500 Mal den Satz "Ich werde keine dummen Sachen mehr machen" aufzuschreiben. Der Grund? Die Gruppe brach in ein Tiergeschäft ein und klaute einen Vogel.